Wie viele Dimensionen gibt es? Die eine Dimension, die andere Dimension und die fünfte Dimension und so weiter. Wie viele Dimensionen gibt es auf dieser Erde, in der geistigen Welt? Es gibt nur eine einzige Dimension. Und diese alle können wir wahrnehmen, je mehr wir zuhören. Das Schwierigste im Sehen ist das Sehen selbst. Und zwar mit den Augen wahrzunehmen. Ich sehe das immer wieder an Menschen, wenn man mit ihnen unterwegs ist im Wald oder auf den Wiesen oder auch bei Festen, die wir feiern, zum Beispiel im Jahreskreisfest. Es gibt immer wieder Menschen, die sehen gewisse Dinge nicht, weil sie die Augen nicht offen haben, weil sie zu fest in den Gedanken gefangen sind, weil sie zu stark im Außen schauen und nicht im Innen. Die Liebe wurde gut versteckt. Sie wurde auf den höchsten Bergen gesucht und in tiefsten Meeren. Aber sie ist im tiefsten Herzen verankert. Und durch dieses, wie auch durch die Augen, kann man wahrnehmen. Die Geistwesen, die Kräfte der Natur. Natürlich wird von vielen Esoterikern behauptet, diese und diese Dimension. Da bin ich ganz anderer Meinung. Es gibt nur eine. Und zwar diese eine Welt. Und diese eine Welt reicht von hier bis zu den Plejaden und weit darüber hinaus. Das ist das Universum. Das ist eine unendliche Kraft und eine unendliche Weite im Außen. So wie es auch im Innen eine unendliche Weite besteht. Es werden immer mehr Atome aufgeteilt und es geht immer weiter. Und das ist etwas, was der Mensch sich nicht vorstellen kann. Dabei sollte man nur mit den Augen sehen in der Natur, mit den Augen verstehen. Und diese Langsamkeit, diese Ruhe, wie oft habe ich schon Menschen, die bei mir in Therapien gewesen sind, habe ich gesagt, schau, du sitzt jeden Tag 15 Minuten hin und genießt einfach die Weite der Natur. Wie viel haben es am Schluss gemacht? Die wenigsten, wenn sie nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr wieder kommen und sagen, ich komme nicht in diese Ruhe. Ja, machst du denn das jeden Tag? Schaust du jeden Tag 15 Minuten in das Grün des Baumes oder nur die Blätter oder in die Weite der Ferne des Horizonts? Tust du das? Ich habe so viel zu tun. Und wenn wir das nicht zulassen, wenn wir diese Kraft von all dem, diese Gelassenheit, diese Ruhe nicht zulassen, dann sind wir getragen von dieser Scheinwelt, von dieser Welt, die die Menschheit aufgebaut hat, in der wir heute leben. Aber wir leben auch in all anderen Dimensionen. Und wer die Zwerge und Feen sehen will, möchte, sie zeigen sich euch schon, wenn ihr genug gelassen in Ruhe seid und tief im Herzen verbunden mit all diesen wundervollen Wesenheiten. Dann zeigen sie sich euch.